So, grüß denk, heute haben wir den 20. März 23. Heute war ich wieder mehr Hirnbatzelmacher, also ins Unreine dahinreden, ohne Textvorlage. Hab gerade einen Bericht gesehen über die neue Wahlrechtsreform, bei der sich ja die Linken und die CSU sehr beschweren darüber, dass wahrscheinlich dann Nachteile haben, weil er gar nicht mehr im Bundestag einkommen. Da geht es also an sich um ein Kurzziel, nämlich um die Zahl der Abgeordneten nach oben zu begrenzen. Wir haben das größte oder zweitgrößte Parlament auf dem Planeten. Aber wir sind heute halt ein föderales Land und es müssen alle da drin vertreten sein. Aber wenn das nicht mehr der Fall ist, weil irgendwelche Rechenkunststücke das verhindern und direkt gewählte Mandate nicht mehr sind, dann glaube ich, dürfen wir uns trennen von dieser Bundesrepublik. Das sage ich jetzt als Bayer. Ich bin sowieso für Föderalismus, aber für eine Trennung dieser großen Einheiten. Man kann in manchen Dingen zusammenarbeiten, aber insgesamt bin ich dafür, dass Bayern selbstständig wird. Jetzt wirst du sagen, ja, dann tut der CSU was weh. Und das ist nicht automatisch so sein. Und die anderen, die CSU da in die Schranken weisen, so in die SPD und die Gräner und so weiter, das ist eh ein Gelachter, die tun so eh nicht. Also, wenn wir mir eine andere Verfasstheit hätten, mit Bayern als Freistaat, also als Demokratie, alles, was Zentralismus entgegenwirkt, geht in die Richtung Demokratie und ist positiv zu bewerten. Wenn ich natürlich weiter träumen darf, ich darf dann sagen, wenn wir uns von diesem Bund, von diesem preußisch dominierten Bund lösen, dann wahrscheinlich auch Sachsen oder andere Bundesländer, denen das genauso zusteht, dann kann man auch einmal uns überhaupt darüber Gedanken machen, über eine anständige Verfassung, die wirklich vom Volk gemacht wird, in der zum Beispiel der Artikel, der im Grundgesetz drinsteht, dass das Ganze durch Wahlen und Abstimmungen stattfindet, die Demokratie, dass das endlich in die Tat umgesetzt wird, denn Abstimmungen gibt es so im Bund überhaupt nicht, zum Teil, weil es von den Besatzungsmächten von Anfang an im außenpolitischen Bereich verboten wurden, aber wir haben es auch im innenpolitischen Bereich nicht. Und nur eine direkte Demokratie kann überhaupt eine Demokratie sein. Alles andere ist ein Kasperltheater. Die Parteien sind für mich sowieso die Totengräber jeder Demokratie. Das ist ein geschlossenes System, die nur auf eigenes Wachstum und auf Profit und sich selber konzentriert ist, die sich von außen kaufen lässt, finanzieren lässt. Es ist einfach so, es kann gar nicht anders sein. Also wenn ich eine bayerische Demokratie entwerfen darf, dann darf ich keine Parteien zulassen, sondern Interessengruppen, die sich dann immer entsprechend auch verhalten, oder eben Einzelpersonen, die versuchen, nach ihrem Gewissen das Beste für dieses Land zu erreichen. Und in wichtigen Sachthemen muss sowieso abgestimmt werden. Jetzt wird sagen, ja, die Leute sind eh so dumm, die wissen da gar nicht, wie sie abstimmen sollen. Ja, aber wir sehen nur, dass die Politiker auch nicht kennen und ja nicht einmal ihr freies Gewissen da einbringen dürfen, weil der Fraktionszwang das verhindert. Und ich muss immer wieder erinnern, in die 80er Jahre hat es eine Fernsehsendung gegeben, da habe ich auch noch geschaut, Pro und Contra,
Da wurden zuerst über ein Thema die verschiedenen Meinungen sachlich dargelegt und dann hat man abgestimmt im anwesenden Publikum und ich glaube auch dann übers Telefon. Und ich kann mich nicht erinnern, dass jemals unvernünftig abgestimmt worden war. Und jetzt erst in einem Land, wo es dann um Krieg und Frieden geht und um Wohlstand und um Existenzsicherung. Meinst du, dass die Leute gegen ihre eigenen Interessen abstimmen? Das tun nur die gekauften Politiker. Und deswegen bin ich für direkte Demokratie. In Bayern gibt es so ansatzweise im kommunalen Bereich mit Bürgerbegehren und so weiter ist auch manches erreicht worden. Andererseits wird es zum Teil dann von der herrschenden CSU-Kaste oder wer immer da vorne dran ist, absolut behindert. Man baut so viele Hindernisse ein, um überhaupt so ein Volksbegehren durchführen zu können. Das muss alles vorlaufen. Es werden Themen vorgeben, wichtige, und da haben sich dann die Abgeordneten auch daran zu halten. Wenn sie es nicht können, müssen sie es ausdrücken und sagen: Nein, das ist nicht meine Meinung, da tue ich nicht mit. Aber nur so kann es gehen. Dezentral muss die Regierung von einem Land funktionieren, denn Zentralismus ist immer Diktatur. Also, das war das eine. Was anderes hat mich heute noch sehr beschäftigt, gedanklich. Ein Artikel in der PNP online, dass die Grünen, die bayerischen Grünen oder irgendein höherer Bonze von ihr gefordert hat, mit Augenaufschlag, habe ihn gesehen vor meinem geistigen Auge, dass doch die Armen, Pflege, bedürftigen alten Leute, dass man denen endlich Sexarbeiter zur Seite stellt. Da liest dann zweimal, denkst du, sie, die gerade Lockdowns durchgeführt haben, die so viele Alte in Tod getrieben haben, weil man es nicht mehr Besucher hat dürfen, die kümmern sich jetzt plötzlich um die sexuelle Befriedigung von Senioren. Es wird zwar dann gesagt, ja, es sind eh nur Männer, die jetzt immer irgendwie die weiblichen Pflegekräfte anmachen. Und dafür braucht es jetzt Sexarbeiterinnen, wahrscheinlich auch Sexarbeiter für Schwule. Ich weiß nicht, wie es bei Diverse ist. Ich sehe diese Leute dann schon kommen mit Einweghandschuhen und Gesichtsmaske. Also eine unwürdige Vorstellung, die man überhaupt nicht mehr übertreiben kann. Also der Mensch wird praktisch zu einem Ding gemacht. Das wird ein mechanischer Vorgang, eine Beleidigung für die Sexarbeiterinnen und für die betroffenen Senioren, so es die überhaupt noch gibt, außer sie sind schon total senil, dass sie nicht mehr mitkriegen, aber dann geht sowieso nichts. Also solche Themen werden von den Grünen eingebracht. Weil ich bin so aufgebracht, weil ich selber einmal bei den Grünen so viel Hoffnung gesehen habe. Zwar schon 30 Jahre her, aber wo du hinschaust, ich verstehe nicht, dass da noch ein paar Vernünftige von früher mit drin sind. Danke vollmals, ist jetzt gestorben. Ich glaube, ich habe es auch nicht mehr ausgehalten bei dem Verein. Es ist wirklich entsetzlich. Kriegstreiber, Undemokraten, und dann mit ihrem Klimagefasel. Jetzt bin ich aber einer, der sich immer noch als Umweltschützer versteht und bis auf die Knochen einer ist. Und Bescheidenheit und Verantwortlichkeit gegen die Natur und gegen alles, was lebt, meine gedankliche Basis ist. Aber das, was die treibt,
mit dem Klimatheater, das ist Religion. Das ist eine Verdummung, die lassen sich kaufen von den Profiteuren dieser ganzen klimatischen Geschichte. Auch angegangen ist so mit Sicherheit, weil die Atomkraft abgewirtschaftet hat durch die vielen Havarien da. Und man hat wieder irgendeinen Zugang gesucht, dass man es geschafft hat zum sagen, Atomkraft ist CO2-ärmer, frei sowieso nicht, wenn es die verschiedenen Verarbeitungsbereiche einigst. Und so hat man das CO2 zum Bösewicht aufblasen. Und es geht eigentlich nur darum, die Atomkraft wieder zu rehabilitieren, was man ja bei der Greta Heiligen schon sehr früh gespannt hat. Die war einfach so dumm und hat es gleich ausgesprochen. Oder so ehrlich, sagen wir so ehrlich. Und es geht natürlich um eine neue Industrieproduktion. Ich meine, alles, was Verbrauch senkt, ist gut, auch in meiner Sicht. Ich bin nach wie vor gegen den thermischen Flugverkehr. Ich bin dagegen, dass mit dem Auto jede kleine Fahrt gemacht wird und nicht zu Fuß gegangen wird, wenn man zu Fuß gehen kann. Jetzt im Alter merke ich ja, dass das nicht so selbstverständlich ist. Und also ich bin bei vielen Dingen da noch ein Altgrüner, in Sachen Friedensbewegung sowieso. Aber das, was die neuen Grünen da verzapfen, das ist abscheulich. Ich habe heute unsere Stadtwerke eine kleine E-Mail geschrieben, denn da ist ein Brief gekommen, dass der Strom jetzt um ein paar Cent gesenkt wird. Das gibt man weiter an die Verbraucher. Und diese früheren Preiserhöhungen, die haben nur gekommen, weil weltweit sich eine Nachfrageerhöhung war. Also es wird sogar durch die Stadtwerke. Entweder ist irgendein Klimamanager von den Grünen mit drin oder von der SPD, keine Ahnung, wird da Propaganda gemacht, dass diese ganzen Energieprobleme jetzt auf irgendwas geschoben werden. Dabei weiß jeder, es geht um die Sanktionen gegen Russland, es geht um die systematische Kriegshetze gegen Russland, es geht um die terroristische Zerstörung durch Verbündete unserer Gasversorgung, die ja mit dem Strom unmittelbar auch zusammenhängt. Also du kannst gar nicht so viel Speimelswürst essen, ganz nach unten. Es ist wirklich schrecklich, wo du hinschaust. Also ich will das nicht ausweiten jetzt, denn es gab wieder 100 Themen, die man besprechen müssen oder kann. Aber lassen wir es bei den drei, die ich jetzt da angesprochen habe. Und dann verabschiede ich mich wieder. Vielen Dank.